muss man sich, so wie Sie darüber sprechen, auch eine Verhandlung über ein so wirklich furchtbares Thema wie Krieg, dieser Krieg, muss man sich das aber im Prinzip so vorstellen, wie Verhandlungen mit Geiselnehmern, wie Verhandlungen, um mal ein ziviles Beispiel zu nehmen, in festgefahrenen Tarifrunden? Ist das eigentlich immer dasselbe? Also ich würde jetzt den Putin nicht mit der Tarifrunde vergleichen. Verhandlungen fahren sich fest und sie fahren sich dann fest, wenn man tatsächlich glaubt, dass man sich nicht bewegen muss. Und man bewegt sich natürlich erst dann, wenn die Einigung für einen einfach gewinnbringend ist. Und wenn ich nichts gewinnen kann, bewege ich mich auch nicht. Und dann kommt man in die sogenannte Nicht-Einigung. Und eine Verhärtung heißt ja, dass sich Parteien nicht einigen können. Das heißt in anderen Worten, dass es nichts gibt, wo ich gewinnen kann. Oder die andere Seite, wenn man die noch bedenkt, dass man vielleicht auch keine Angst hat vor der Nicht-Einigung.